Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video möchte ich euch 10 seriöse Penny Stocks vorstellen. Per se sind Penny Stocks natürlich sehr riskant und da gibt es auch viel Betrug, Scams, gerade in den USA, da sind die oft nicht an den regulären Börsen gelistet, sondern an den sogenannten Pink Sheet, kennt ihr vielleicht auf Wolf of Wall Street, wo ihr in diesen Raum reinkommt und diese Aktien mit sehr, sehr hoher Kommission im Direktvertrieb vertickt werden. Also da in generell muss man sehr vorsichtig sein, auch gerade in Kanada, in den USA. Generell heißt es aber nur, dass eine Aktie halt unter einem Euro oder einem Dollar handelt und die genannten Aktien hier sind in Euro unter einem Euro und meiner Meinung nach seriös. Definitiv natürlich spekulativer als irgendwie eine Blue-Chips-DAX-Firma, aber meiner Meinung nach definitiv interessant und deswegen auch der Hinweis, ich bin indirekt in allen dieser 10 Aktien investiert. Daraus können sich Interessenkonflikte ergeben und das hier ist natürlich keine Anlageberatung und Anlageempfehlung. Die erste Aktie wäre die Global Fashion Group, die ist jetzt auch unter 1 Euro gefallen. Das ist ein deutsches Unternehmen, betreibt aber eigentlich so Zalando-Clones in Australien, Lateinamerika und auch Südostasien, hat nochmal ein Russland-Geschäft, was sie für um die 100 Millionen verkauft haben. Und diese Töchterunternehmen sind zwar noch defizitär, ja, eine, das in Australien, so sagen wir um die schwarze Null, aber sie haben durch den Verkauf und auch noch den Börsengang sehr, sehr viel Netto-Cash. Also der Netto-Cash ist größer als die Marktkapitalisierung der Aktie. Und das ist natürlich interessant, weil man dann diese 3 Töchter umsonst bekommt. Ja, also wenn sie shareholderfreundlich denken würden, könnte man diese 3 Firmen verkaufen und es abwickeln oder separat in die Börse bringen. Das zweite wäre Meyer Burger. Eine ganz tolle Story, die aber auch schon sehr, sehr viel aufgegangen ist, muss man sagen. Auf die reinen Umsatzerwartungen für dieses Jahr ist die Aktie schon sehr, sehr teuer. Aber Europa möchte ja autark bei der grünen Energie werden. Ja, aber wir sind von China noch abhängiger, als wir es von Russland von Gas sind. Und Meyer Burger ist eigentlich die Einzige, die hier noch Produktion in dem Bereich Solar aufbauen und dazu auch noch technologisch führend sind. Also da hat man natürlich enormen politischen Rückenwind und kann natürlich auch so eine Aktie sein, die sowohl von Privatanlegern als auch von Investoren, die grüne Aktien kaufen müssen, dann gepusht wird. Auch wenn man zuletzt ein bisschen, glaube ich, enttäuscht hat von der Guidance, ist es von der Story eine sehr, sehr schöne Aktie. Gibt es auch das längere Interview von mir mit dem CEO und auch ein Video dazu. Jetzt gehen wir nach Schweden. Die dritte Aktie wäre Polygen. Das kennt man wahrscheinlich nicht, aber auch eine eigentlich ganz interessante Investment-Story. Ist so eine typische Corona-Aktie, die von Corona stark profitiert hat, jetzt wieder stark runterkommt. Die produzieren einen Stoff, der es erlaubt, dass zum Beispiel T-Shirts weniger stinken. Ja, weil das verhindert, dass sich Bakterien dort bilden. Was viele Leute ja nicht wissen, nicht der Schweiß selber macht irgendwie, dass ein T-Shirt stinkt oder andere Textilien, sondern dann bilden sich halt leichter Bakterien und mit bestimmten Sprühs kann man das verhindern, haben auch noch was zugekauft, sind da ein bisschen halt in diese Krise gerutscht, weil das nach Corona weniger gefragt worden war und es gab auch immer mal wieder eine Short-Attacke, dass dieses Molekül, also irgendwie so hat mit Silber zu tun, mal verboten werden könnte, aber sie haben auch andere Stoffe und auch andere Businesses und wenn es sich normalisiert, auch recht sympathisches Management kann sich so eine Aktie natürlich auch wieder stark erholen. Das vierte wäre auch ein Penny Stocks aus Schweden in Euro, aber auch eine interessante Story, nämlich Hexicon. Die bauen Windkraftwerke oder zumindest die Basis dafür für Offshore. Ja, und das sind vor allem dann so 2 Propeller, die dann irgendwie schwimmen können. Denn aktuell werden ja Windkraftwerke vor allem da gebaut, wo es halt Wasser relativ flach ist, zum Beispiel in der Nordsee und wo viel Wind ist. Ja, aber diese Plätze gibt es nicht unbegrenzt. Und Wind ist natürlich dadurch, dass es auch irgendwie nachts Strom, vor allem auch auf der hohen See, relativ stetig ist, auch wichtig als grüne Energie bei der Energiewende. Mit diesen schwimmfähigen Turbinen kann man das natürlich diversifizieren. Bleiben wir noch bei einer Aktie, die zwar in Schweden notiert, aber der ihr Geschäft eigentlich in den Schwellenländern ist, nämlich WFAB. Das ist ein Venture Capital Investor, der zum Beispiel in Brasilien im Fintech-Bereich viel investiert hat, aber auch Indien kann man zu einem sehr großen Discount in dieses Geschäft investieren.
Aktuell ist natürlich Krise im Venture Capital Bereich, wobei sie mit dem Silicon Valley eigentlich direkt wenig zu tun haben. Und wenn der Börsengang von Creditas funktioniert, sollte die Aktie auch stark laufen. Hat auch sonst einige spannende Investments und vor allem auch sehr gut geführt vom Management. Bleiben wir in Europa, aber jetzt gehen wir nach England. Dann wäre noch THG zu nennen, der Hut Group. Die betreiben einige sehr gute E-Commerce-Shops, zum Beispiel im Bereich MyProtein, also so Fitness-Zusatzstoffe, was immer läuft, aber auch so Beauty, Warmasoft investiert. Aktie ist nicht profitabel aktuell, aber ist extrem stark runtergekommen und könnte sich bei einer Normalisierung oder wenn sie Profitabilität erhöhen oder erreichen, auch stark erholen. Und das gleiche gilt auch für Naked Wines. Das ist ein Shopping-Club für Weine, hat auch stark von Corona profitiert. Jetzt kommt die Krise, aber wenn sich das auch mal wieder normalisiert, allein sag ich mal, das Weinlager, was sie haben, ist wahrscheinlich so viel wert wie die Marktkapitalisierung. Also das ist sogar ein sogenannter Net-Net. Aber natürlich in letzter Konsequenz kann bei solchen Aktien natürlich auch ein Totalverlust trotzdem passieren. Hat aber definitiv vom Geschäftsmodell macht es Sinn, aber natürlich eher was, was in der Rezession jetzt nicht so gefragt ist. Außerdem wäre noch Frontier Digital Ventures zu nennen. Das ist eine Firma, die in Australien notiert. Allerdings eigentlich eine sehr, sehr spannende Aktie ist für die Schwellenländer, weil sie zwei Lieblingsthemen von mir kombiniert, nämlich Emerging Markets, Schwellenländer und Marktplätze. Vor allem im Bereich Immobilien, aber auch generelle Marktplätze. Sie haben drei Bereiche inzwischen, so haben sie es gegliedert. Wie wir hier sehen, das eine wäre Lateinamerika, zum Beispiel Infocasas, Yapo.cl, Finca Reis. Asien, das ist die wichtigste Beteiligung, halten sie glaube ich nicht die Mehrheit, aber wäre auch ein Börsenkandidat. Zamin, das ist das führende Immobilienportal in Pakistan. Also kann man auch mal in Pakistan investieren, was ja sonst nicht so möglich ist. Und dann gibt es noch die arabische Welt, zum Beispiel Avito, aber nicht das Avito von Russland, sondern in Marokko, was in Tunesien und Nigeria, also hat man auch noch ein bisschen dieses Ding. Also es ist wirklich um Frontier-Märkte, also Grenzmärkte, was natürlich ein volatiler Bereich ist, aber kann man mit so einem sehr guten Investor auch abdecken. Also der Gründer und CEO hat davor auch schon mal in Australien Immobilienportale sehr groß gemacht. Aber aktuell ist natürlich nicht das perfekte Umfeld, aber im Hype kann sowas natürlich noch extrem gut dann auch entwickeln, gerade wenn solche Firmen dann mal Börsengänge machen und dann auch den Wert, der darin enthalten ist, zeigen können. Gehen wir nochmal für zwei Ideen nach China. Da wäre zum Beispiel Pax Global zu nennen. Die machen so Terminals für Payments, wachsen global, ja, haben in den USA einen neuen Bankkunden. Also wenn ihr mit einer EC-Karte zahlt oder mit dem Handy, haben sie da sehr, sehr moderne Terminals, die nicht so teuer sind. Wird auch stark in Lateinamerika eingesetzt. Aktie notiert zwar in Hongkong, aber ist eigentlich eine Schwellenländer-Aktie mit einem starken Lateinamerika, aber auch inzwischen auch Europa-Geschäft, also wirklich global aufgestellt. Und das zehnte aus China wäre die Goldwind, ist der führende Windturbinenhersteller aus China. Inzwischen auch sehr, sehr günstig, aber gehen auch international, haben auch Projekte in Australien, in den USA und ist eine sehr, sehr günstige grüne Aktie, was ja inzwischen sehr, sehr selten ist und machen auch der europäischen Windindustrie sehr, sehr starke Konkurrenz, weil sie sehr günstig sind und auch ihre Designs gut sind. Die kommen auch aus Deutschland, also die Produktion findet allerdings in China größtenteils statt. Betreiben auch eigene Windparks, um das Volatile ein bisschen auszugleichen. Hat man natürlich auch immer Materialkosten, aber trotzdem vom Thema her langfristig durchaus, denke ich, interessant. Aber wie gesagt, alle diese 10 Serien Penny Stocks sind natürlich spekulativer und das hier ist keine Empfehlung, Anlageberatung. Und wer sich mehr über diese Aktien informieren möchte, gibt es natürlich die einzelnen Videos dazu. Ansonsten findet man natürlich auch mit meinen Investmentprodukten unterhalb diesen Videos die Möglichkeit, sowas abzudecken. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.